Wir sind auf dem Chevrolet-Stand, Gast beim Jens Hauer, Chef von Chevrolet Schweiz. Was zeigen dir da am Salon Genf an Neuheiten? Ja, die eine Neuheit stehen Sie gerade hinter sich, der neue Chevrolet Cruze, die dritte Variante von einem Erfolgsmodell, das in der Schweiz sehr erfolgreich ist, aber auch weltweit und natürlich als Caravan besonders wichtig für die Schweiz. Sehr gut. Wo sehen die Schwerpunkte der Modellpolitik Chevrolet in diesem Jahr auf dem Schweizer Markt? Eindeutig beim Cruze, eben mit dem Station Wagon und seinen anderen Varianten, ob es der 4- oder 5-Türer ist. Und natürlich auch, wie Sie dort hinten sehen, der Aveo, die Kleinwagenangebot von Chevrolet. Da wollen wir mindestens 1300 Fahrzeuge noch dieses Jahr in der Schweiz auch an den Mann und an die Frau bringen. Sehr gut. Und wie sieht es denn preislich aus? Bis anhin hat man immer ein interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis kennt von Chevrolet. Das behaltet er logischerweise bei. Das ist unser oberstes Ziel, eindeutig. Wir wollen hier wirklich ein tolles Angebot bieten, mit allen Möglichkeiten, die wir bieten können. Also wenn Sie zum Beispiel den Cruze sehen mit 5 Sternen im Endcap-Test zu einem guten Preis, wer möchte das nicht haben? Sehr gut. Jetzt kennen wir ja von der Modellpalette von Chevrolet ein sehr vielseitiges Angebot, vom Kleinwagen über Elektro bis zu einem ganz spannenden Sportfahrzeug mit den Camaros oder einem SUV. Was ist denn konkret eigentlich bereits morgen beim Chevrolet-Händler für unsere Konsumenten verfügbar? Also alles, was Sie hier heute auf dem Stand sehen, ist im Endeffekt heute schon verfügbar, wenn ich jetzt mal den Cruze Caravan ausnehme. Aber wir können heute den Volt anbieten bei Händlern in der Schweiz. Wir haben auch Camaro und Corvette. Hier haben wir natürlich spezialisierte Partner, die dann auch wirklich die Kunden in dem Bereich optimal bedienen können. Aber alles das, was Sie sehen, gibt es eigentlich schon. Schön. Dann gehen wir noch ganz kurz schnell zurück von dem Föhnteil mit Camaro und Corvette auf das Volumenprodukt, das Sie vorhin angetönt haben, mit dem Cruze Station. Wann ist denn der verfügbar und in welchem Preisbereich? Wir werden mit der Produktion im Juni beginnen. Das heißt, ich gehe davon aus, im dritten Quartal werden die ersten Fahrzeuge in die Schweiz kommen. Und preislich sind wir noch dabei, eine Überraschung zu definieren. Aber gehen Sie davon aus, dass wir nicht weit weg sein werden von den Preisen, die jetzt für den 4- oder 5-türigen Cruze heute schon im Markt sind. Und die sind sehr, sehr attraktiv. Sehr gut. Also das heisst, eine Überraschung von Chevrolet dürfen wir in diesem Bereich erwarten. Wir bedanken uns und wünschen Chevrolet gute Geschäfte im 2012 in der Schweiz. Ja, merci vielmals und vielen Dank für den Besuch. Hat uns sehr gefreut. Danke.